Moin, moin, ihr Lieben, hier ist mal wieder eure Leia. Ich wollte dieses Video eigentlich schon vor ein paar Tagen fertig machen, aber ich war mal wieder krank. Ihr hört es bestimmt an meiner Stimme. Ich hatte wieder mal eine Halsentzündung und hatte am Wochenende gar keine Stimme. Jetzt ist die Stimme wieder ein bisschen da, immer noch nicht ganz. Also entschuldigt bitte, dass ich mich ein bisschen komisch anhöre, aber ich hatte so Lust, endlich mal wieder ein Video zu machen, dass ich das jetzt auch mit ein bisschen belegter Stimme einfach machen werde. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen. Wie ihr in meinem letzten Video gesehen habt, war ich ja ziemlich lange nicht in SSO, über 2 Monate. Und ehrlich gesagt habe ich in der Zeit auch komplett gar nichts mitgekriegt. Ich habe keine YouTube-Videos geguckt, ich habe nichts gelesen. Ich war ja, wie gesagt, bei SSO auch so gut wie nie drin. Ich weiß aktuell gar nicht genau, welche Updates. Also klar, von ein paar habe ich natürlich von euch gehört, aber so richtig habe ich mir die Updates alle noch gar nicht angeguckt. Und ich dachte, das machen wir in diesem Video mal zusammen. Wir schauen uns mal an, was ich alles verpasst habe und mal gucken, ob ich das eine oder andere vielleicht jetzt hier im Spiel noch finde an den Updates, dass ich das mir trotzdem noch angucken kann. Vielleicht auch nicht, wir werden sehen. Ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt hier zur Star Stable News-Seite gegangen und werde mir jetzt mal angucken, was ich alles verpasst habe. Das wird eine ganze Menge sein, gefühlt. Ich muss ganz schön nach unten scrollen. Was habe ich denn als letztes mitgekriegt? Also Winter-Update hatte ich noch mitgekriegt. Das hier war tatsächlich das erste Update, was ich nicht mehr mitgekriegt habe. Der Jorvik-Stall-Schlangenbiss, dieses neue Rennen, was es beim Jorvik-Stall gibt. Das habe ich jetzt, als ich das erste Mal wieder in SSO war, gesehen, dass ich da ein gelbes Ausrufezeichen hatte und habe dieses Rennen gemacht. Das war also 12. Januar 2022. Oh Gott, das ist echt schon lange her. Das Update, das erste Update, was ich nicht mehr mitgekriegt habe. Was kam denn danach? Ah, ja, natürlich die Appaloosa. Cool, darauf hatte ich mich sehr gefreut auf diese Pferde. Wollte mir natürlich auch gleich am liebsten vier alle kaufen. Zumindest hatte ich mir das damals noch vorgenommen, als so die ersten Spoiler-Videos rauskamen. Ja, naja, gut, dann, wie gesagt, ging es mir ja nicht gut. Deswegen hatte ich auch wirklich keine Energie, da irgendwie in SSO wegen den Pferden reinzugehen. Aber so auf dem Bild finde ich die Farm richtig gut. Ich bin gespannt. Ich gucke sie mir jetzt das erste Mal so richtig an. Ich bin natürlich schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen und habe so einen Blick drauf geworfen die letzten Tage. Aber ich habe mir noch keins gekauft. Das werde ich auch noch nachholen. Werde ich aber in einem anderen Video dann machen. Gibt es noch irgendwas, was ich hier bei diesem Update wissen sollte? Oh, es gibt Western-Seilhalfter. Okay, die sehen richtig schick aus. Aber wenn ich hier so lese, aktuell nur für die Appaloosas, das finde ich ja jetzt schon wieder doof. Hätten sie ja gleich mal für alle Western-Pferde machen können. Weil, naja, gut, ich werde mir zwar schon Appaloosas kaufen, aber die wären halt richtig schön auch für Videos. Für die anderen Western-Pferde. Warum können nicht mehr Pferde dieses Halfter tragen? Okay, es kostet viel Zeit, das Zaumzeug so anzupassen. Ja, Mann, das ist aber euer Job hier. wir arbeiten aber in einem fortlaufenden Prozess daran, neue Ausrüstung auch an frühere Pferde anzupassen. Na gut, das ist ein Hoffnungsschimmer am Firmament, dass die das hoffentlich auch für die Quarter Horses und für die Paint Horses dann anpassen werden. Ich meine, das ist ja einfach nur logisch, das so zu machen in meinen Augen. Ja, cool. Finde ich richtig schön. Ich gucke mir jetzt mal die Appaloosas so richtig im Spiel an. Mal gucken, welches ich mir vielleicht mal kaufen werde. Okay, das erste verpasste Update habe ich gefunden. Ich werde mir jetzt mal die Appaloosas hier im Spiel angucken.
Und mal gucken, upsili, da bin ich doch glatt von meinem Felsen geplumpst. Welches mir vielleicht so am besten gefällt, welches ich mir als erstes kaufe. Seit ich jetzt hier wieder SSO spiele, level ich übrigens mein Tiger Rain, mein Mustang. Den habt ihr mir mal in einem Stream spontan gekauft. Wen das interessiert, wie das zustande kam, verlinke ich hier gerne auch nochmal den Stream. Genau, ich habe das Pferd jetzt schon ein bisschen länger, aber wie gesagt, noch nie irgendwie gelevelt. Und ich bin ziemlich begeistert, muss ich sagen, von dem Pferd. Und die Special-Animation ist halt einfach so mega witzig. Zudem passt übrigens auch das Knotenhalfter total gut. Werde ich mal SSO vorschlagen. Obwohl es ein schon etwas älteres Modell auch ist, was man so ein bisschen an den Bewegungen sieht. Wie gesagt, ich mag es total gerne irgendwie. Hat lange gedauert, bis ich mir meinen Mustang gekauft habe, weil ich halt auch dachte, ah, der ist schon ein bisschen alt und weiß nicht, ob ich ihn mag oder nicht. Aber ich mag ihn. Nur so viel dazu. Aber jetzt mal hurtig in den Galopp und los zu den Pferdchen. So, da hinten stehen doch schon die ersten. Ich sehe sie schon. Die gepunkteten und das, was hier als erstes steht, das ist auch eins meiner Favoriten, glaube ich. Ich mag es tatsächlich sehr gerne, wenn die Pferde komplett gemustert sind und nicht nur so partiell. Ja, also das ist definitiv eins der Highlights und es hat, glaube ich, richtig schöne blaue Augen, wenn ich das richtig sehe. So türkisblaue Augen. Richtig hübsch. Und diese Schnute, also das wird's auf jeden Fall. Es wird's auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt schon. Oh, verliebt. Sehr schön. Wie teuer seid ihr denn überhaupt? 900. Ja, stolzer Preis, aber ja, ich denke auch für so komplett neue Pferde mit neuer Mähne, die ist, weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ob ich sie mag. Gewöhnungsbedürftig ein bisschen. Machen die Pferde irgendwie ein bisschen jünger, frecher, knuffiger. Ja, also das wird's auf jeden Fall, schätze ich mal. Das hier hatte ich jetzt schon öfter auch gesehen hier im Spiel. Und ich muss sagen, ich habe mich gleich in die Musterung verliebt. Ich weiß nicht, ob das diese Fellfarbe ist, von denen ein paar gesagt haben, dass die so umstritten ist, weil sie irgendwelche Leute triggern. Keine Ahnung, mir egal. Ich finde sie mega cool. Also da habe ich auch schon von vornherein gesagt, dieses Pferd kaufe ich definitiv. Lass mich mal in deine Augen gucken. Ah, auch blaue Augen. Nice. Also die zwei sind absolut ein Highlight. Mag ich richtig gern. Ich weiß gerade aktuell nicht, ob ihr eine Special-Animation habt. Das werde ich dann alles sehen, wenn ich mir eins dieser Pferde oder mehrere, ich weiß es noch nicht, kaufen werde. Das Pferd hat irgendwie auch was. Wie gesagt, ich mag es eigentlich nicht so, wenn die so unterschiedlich so halb-halb sind, aber hier mit diesen tiefschwarzen und dann den weißen Punkten, das sieht so ein bisschen wie Galaxie aus. Oh, ich habe gleich einen Namen fürs Pferd gefunden. Galaxie. Also ich finde wirklich, das sieht so ein bisschen wie ja, Universum aus, ne? Also jetzt gar nicht irgendwie Sternhimmel, weil der wäre ja dann vielleicht noch so ein bisschen bläulich, sondern wirklich, man ist in der tiefsten Galaxie und hat dann die ganzen Planeten hier auf dem Fell. Finde ich sehr hübsch. Was haben wir hier sonst noch an Farbe? Auch nicht schlecht. Auch sehr hübsch. Vor allen Dingen hier diese rote Mähne, die triggert mich jetzt hier. An diesem Pferd. Ich befürchte, es bewahrheitet sich, dass ich mir hier fast alle Pferde kaufen werde. Gibt es noch mehr? Sind jetzt vier. Oh, ich sehe da hinten noch irgendwelche Pferdehintern. Ich weiß jetzt auch nicht, ob steht ja immer eins in Fort Pinter, ob das da noch steht, weil das Update ist ja nun schon länger her. Oder ob sie jetzt alle hier stehen, ich weiß es nicht. Man wird es irgendwann sehen. Hier das linke, das interessiert mich tatsächlich auch irgendwie am wenigsten. Also ist am wenigsten spannend in meinen Augen, obwohl diese Fesseln hier nochmal mit den Punkten ganz süß sind. Hier mag ich die Fuchsfarbe total gerne und das Gesicht ist toll.
Also, ja. Also, ich glaube, mich triggern alle total, bis auf den hier. Oh, du Armes. Ich glaube, ich muss dich aus Prinzip kaufen, weil du sonst traurig bist. Naja, wenn es dazu kommt, dass ich mir dann tatsächlich die Appaloosa kaufe, werde ich dann nochmal mir alles durch den Kopf gehen lassen. Aber sie sind auf jeden Fall schon mal mega cool. Ich bin wirklich begeistert hier von diesen Pferden. Ich hoffe, die Bewegung und alles, die Animationen sind auch cool. Aber ich schätze schon, die neuen Pferde waren ja jetzt eigentlich immer ganz, ganz toll gemacht. Ja, nice. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, das waren auch alle, schätze ich mal. Habe ich was übersehen? Hier steht auf jeden Fall keiner mehr. Richtig nice. Schönes Update. Ich will gar nicht wissen, wie es hier am Update-Tag war, als dann alle auf diese Pferde gestürmt sind. Dann sieht man ja auf die Pferde gar nicht mehr unter all den Spielern. Jetzt konnte ich sie mir natürlich richtig bequem angucken, was ein Vorteil ist, wenn man sich die später kaufen. Genau, freut euch schon mal auf ein Pferdekaufvideo und ich kann dir jetzt schon versprechen, es wird mehr als nur ein Pferd werden. So, ich bin wieder auf der Star-Stable-Seite und schaue mir mal die weiteren Updates ab. Okay, das ist Star-Stable Horses Update. Okay. Marlies Farm. Ah ja, stimmt. Marlies Farm wurde geupdatet. Das gucke ich mir jetzt auch mal an im Spiel gleich. Was hat sich denn verändert? Eine verbesserte Grafik, mehr Wege für bessere Navigation. Okay, nicht so interessant. Aktualisierte Hindernisse in beiden Rennen, echt? Ha, okay. Alle Pferde auf Marlies Farm sind in den Stall umgezogen. Das macht Sinn, weil die standen da wie komisch rum. Die EVBs. Marlies Haus hat einen neuen Anstrich bekommen. Okay. Und es gibt kleine Veränderungen, die den Gesamteindruck der Farm weiter verbessern. Alles klar. Gut. Rennen bin ich mal gespannt, ob mir das auffällt. Weiß ich nicht. Was gibt's hier noch? Marley und seine Geschwister sind sich nicht einig, was das Schicksal ihres Vaters, Ronnie Bob Summers, angeht. Nichtsdestotrotz haben sie beschlossen, eine Gedenkfeier zu seinen Ehren abzuhalten. Marley braucht aber noch ein wenig Hilfe, um an den letzten fehlenden Beitrag zur dieser Trauerfeier zu bekommen. Ach, der ist tot, oh Gott. Es liegt jetzt an dir, ob Marleys Feier stattfinden kann, aber was hat es mit Big Bonnie und ihrem Videoanruf auf sich? Ah, gibt es da etwa eine Quest? Oh, es gibt mal wieder eine Quest. Nice, ich liebe es ja zu questen. Ach ja, cool. Ich hoffe, die Quest gibt es jetzt noch und es war nicht irgendwie so ein kurzzeitiges Event. Ich werde es gleich mal sehen, ob ich da noch irgendwo ein Ausrufezeichen finde. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, ich parke aus und es geht auf zu Marlies Farm. Hier das Upgrade der Farm, das hatte ich ja noch mitbekommen. Was mir jetzt hier aufgefallen ist, ihr müsst mir das mal sagen, ob das von vornherein da war oder jetzt auch in den letzten Wochen irgendwie nochmal dazugekommen war, vielleicht mit diesem Marlies Update. Diese Rampe hier. Hä? Mir ist das so gar nicht aufgefallen, dass es hier eine Rampe gibt. Also wahrscheinlich gibt es die tatsächlich seit dem Update hier und mir ist es einfach nur nicht aufgefallen, aber ich bin hier irgendwie am Wochenende mal lang geritten und dachte nur so, was ist das? Hä, seit wann gibt es hier eine Rampe hoch? Finde ich irgendwie voll lustig. Aber ja, so viel dazu. Ich reite dann mal zu Marley. So, da liegt die neue Farm auch so unter mir und jetzt gucke ich mal. Also das Haus sieht auf jeden Fall anders aus. Das fällt mir schon auf. Ach ja, und da stehen die Pferde in den Ställen. Das ist wirklich schön, weil diese leeren Ställe waren irgendwie sinnfrei. Das war sah immer etwas sehr komisch aus. Alles klar, aber hier sind keine neuen Pferde dazu gekommen. Die sind nur umgeparkt worden. So, Herr Marley, dann werde ich dich mal ansprechen. Ach ja, cool, es gibt eine Quest. So, jetzt gucke ich mir aber mal gerade das Rennen kurz an und schau mal, ob mir das von den Hindernissen auffällt. Wie waren die denn vorher? Ich muss mal in ein altes Video gucken, aber die hatten alle die gleiche Farbe. Kann das sein? Dass sie jetzt irgendwie halt bunt geworden sind? Also es wäre jetzt das, was mir auffällt, aber nur, weil es mir auch gesagt wurde. Ich glaube, ansonsten hätte ich es nicht gemerkt.
Ja, das ist dann solche Sachen, sowas denke ich mir manchmal dann doch nicht. Ah ja, aber das Rennen ansonsten ist gleich geblieben. Dann werde ich mal den Herrn Mali ansprechen und mal schauen, was das für eine Quest ist. So, alles klar bei dir, Leia. Bist du wegen dem Barrel Race hier? Ich fürchte, da hast du einen ungünstigen Zeitpunkt erwischt. Ich bin nicht oft verhindert, aber heute habe ich viel zu tun. Okay. Dann erzähl doch mal, was los ist. Weißt du, heute sind es genau 15 Jahre, seit mein Vater von uns gegangen ist. Oh, er hieß Ronnie Bob Summers und war der beste Farmer auf ganz Jorvik. Ich habe nie jemanden so schnell ein Feld bestellen sehen. Hast du den Guten je getroffen? Bestimmt, er war kaum zu übersehen. Er hatte braune Haare, trug ein Karo-Shirt, rote Stiefel und eine Latzhose. Ich bin doch erst vor kurzem hier angereist. Ja, siehst du. Ja, bist du dir sicher? Ich muss dir wohl glauben. So gut wie du dich in Jovik auskennst, hat man das Gefühl, du wärst schon ewig hier. Oder verwechsel ich dich da mit einer anderen Leia? Wer weiß. Bestimmt nicht. Hier gibt's nur eine Leia. Hallo? Naja, da du jetzt alles über diesen großen Mann weißt, kann ich dir auch erklären, warum ich heute so unglaublich viel zu tun habe. Meine Geschwister und ich sind entschlossen, ein Monument zu Ehren unseres Vaters zu errichten. Es wird beeindruckend. Du wirst schon sehen. Na, da bin ich gespannt. Willst du uns vielleicht hel dabei helfen? Ein paar Hände mehr können nicht schaden. Tu's für meinen Vater, Leia. Ronnie Bob Summers, der größte Farmer aller Zeiten, würde dir für deinen Dienst ewig dankbar. Wäre dir für deinen Dienst ewig dankbar. Ah ja. Aber kein Druck oder so. Alles klar. Ich mache jetzt mal die Quest und danach sehen wir uns gleich wieder. Mal gucken, wie so mein Fazit von dieser Quest ist, ob es sich gelohnt hat. Genau, und dann geht's zu den nächsten Updates. Also so ein bisschen viel hin und her gelaufen bei dieser Quest. Aber wenn ich das nicht gehabt hätte, hätte ich nicht gesehen, dass ich hier noch ein Token habe, was ich fotografieren kann. Yay! Sehr schön. Kann ich da auch mal wieder mit weitermachen. Okay, also diese Wendung hätte ich jetzt nicht erwartet. Der ist gar nicht tot. What? Das ist ja witzig. Eben wollte ich noch so sagen, naja, das Update ist jetzt ganz nett, aber nichts Besonderes, aber das finde ich schon irgendwie witzig. Was redet der jetzt gerade komisch über Kartoffeln? Ich bin verwirrt von diesem Update. Ein Parcours aufbauen, wie geht das? Los geht's. Gibt's jetzt noch ein neues Rennen? Habe ich das überlesen? Okay. Geil! Es gibt ein neues Rennen! Lol! Entschuldigung, wie gesagt, mein Hals ist noch nicht ganz fit. Tägliches Training, eine Hommage auf die Kartoffeln. Schön! Ein neues Rennen! Das hat mich jetzt am meisten begeistert von diesem Update. Tatsächlich. Sehr schön. Cool. Weiter geht's. Was habe ich sonst noch verpasst? Okay, Malis Farm. Neugestaltung und Quest habe ich mir angeschaut. Am besten war das Rennen meiner Meinung nach. Oh, Rennen auf Malis Farm. Alles klar. Das war so eigentlich das nächste Update. Das habe ich jetzt also schon mitgemacht. Hervorragend. Koppelrequisiten auf Malis Farm. Warte mal. Ist das was nicht das gleiche? Ist das was Neues, was anderes? Man kann sich. Ah, I know. Cool. Guck ich mir an. Ja, man kann also auch sich dort eigene Sprungparcours aufbauen in Marleys Farm. Das ist nice. Sowas mache ich ja sehr, sehr gerne. Und finde es schade, dass es das bis jetzt noch nicht auf der Starshine Ranch gibt. Weil ich das gerne für Western hätte. Das gucke ich mir jetzt nochmal schnell an. So, ich bin ja noch auf Marley Farm. Dann mal gucken, ob ich das kleine Schild finde. Wo ich mir ein Parcours aufbauen kann. Schauen wir mal. Ah ja. Hier findet sich doch was. Habe ich doch glatt übersehen. Parcours A. Mal schauen.
Ein, okay, klassischer Springparcours, das ist wie das Rennen. Wenig spektakulär, meiner Meinung nach. Parcours B. Okay, so mit so kleineren Sprüngen. Das sieht ganz nett aus. Das ist ganz süß. Das für Roleplay auch so, wenn man so ein bisschen Trainingsstunde macht. Zum einen üben. Schön. Und Parcours C. Ah ja, auch nochmal klassisch Springparcours mit verschiedenen Sprüngen. Okay, ja, nett gemacht. Gefällt mir auf jeden Fall. Auch, dass die Sprünge ein bisschen anders aussehen als die auf dem Parcours, die man halt schon hat. Jetzt Golden Hills gibt es das ja auch und in Moorland und so. Aber wie gesagt, ich warte echt noch auf Western. Das sollen die jetzt mal bitte demnächst updaten. Das wäre mega cool. So, was gab denn jetzt als nächstes? Wir sind am 16. Februar, da kamen die Welschponys. Nochmal neue Pferde, habe ich auch so gar nicht mitgekriegt. Sehen aber sehr schön aus. Wie viel sind das? Zwei, vier, sechs auch wieder. Okay, muss ich mir gleich angucken. Was wird dazu noch gesagt? Düpp, düpp, düpp. Südhof gibt's die. Alles klar. Das hier sieht schön aus mit Grau und so. Eins ist in Forpinter erhältlich. Da gucke ich mal, ob es da noch steht. Auch 800 Star Coins. Fellfarben, Mähnenstile, unterschiedlich. Das ist auch schön. Ach cool, das hat eine Special-Animation. Finde ich gut. Und noch neues Tampzeug und neue Halfter. Nochmal neu. Okay. Pferderuhestand, was das? Unsere Achate, Kina und Appaloosa, die zurzeit bei Ferdinand auf dem Pferdemarkt zu finden sind, ziehen in ihren Altersruhesitz. Ach, die gibt's dann nicht mehr. Okay, die sehen aber auch echt wirklich mittlerweile alt aus. Wahrscheinlich hat die keiner mehr gekauft und deswegen werden die jetzt ausgemustert. Interessant. Okay, auf zu den neuen Pferden. Wie ihr wisst, fahre ich ja immer mit der Fähre und deswegen dachte ich, schaue ich mir bei Gelegenheit hier in Fort Pinter vorbei und gucke, ob hier jetzt noch ein Appaloosa steht und auch ein Welschpony oder ob die alle schon zu ihren Freunden umgezogen sind. Also Appaloosa sehe ich jetzt hier nicht, auf den ersten Blick glaube ich. Aber das hier könnte ein Welschpony sein. Bist du eins? Hallo? Sag mal was. Ah ja, du guckst schon so. Du bist bestimmt ein Welschpony. Ah ja, sehr gut. Ich hatte schon gehört, dieses Typ B ist so eine besondere Züchtung oder Rassenlinie oder keine Ahnung, wie man das nennen soll. Hier unten steht da auch tatsächlich was dazu. Ganz interessant. Muss man mal ein bisschen recherchieren. Ich finde das ja mal gut, wenn da irgendwie auch so ein bisschen Realität mit bei ist. Okay, also hier ist schon mal das erste Welschpony jetzt gerade. So, da unten sehe ich sie ja schon stehen beim Einsiedler. Die Welschponys, da standen ja die alten auch. Wahrscheinlich sind die jetzt zum Pferdemarkt gekommen, gehe ich mal davon aus. Ja, von der Färbung her wenig spektakulär. Also im Gegensatz zu den Appaloosa natürlich. Der ist das Dunkelfuchs. Finde ich cool. Gefällt mir richtig gut. Von der Färbung her. Der hier, ich kenne mal die Fellfarben nicht, aber den finde ich auch richtig schön. Den könnte ich mir auch gut vorstellen. Der hier, ne, da habe ich einen Gotland Pony, glaube ich, was ungefähr genauso aussieht. Das wäre jetzt nicht so meine Farbe. Der Schimmel in Fort Pinter ist jetzt auch nicht so meins. Der sieht noch ganz spannend aus. Die Feldzeichnung ist schön. Also, dass man wirklich hier so Haltfell sieht. Und der Schwarze hier hinten ist jetzt auch nicht unbedingt mein Favorite. Also hier finde ich, wie gesagt, diese 3, 1, 2, 3 so ganz spannend.
Weiß ich aber auch noch nicht. Also ich werde mir auf jeden Fall eins holen, aber welches? Mal sehen. Gut, welches Update gibt's sonst noch? Datenschutzrichtlinie. Ach ja, sehr interessant. Ist dasselbe App, interessiert mich jetzt hier auch nicht. Neue Story Quest auf der Suche nach Annie, N. Auf der Suche nach N. Bist du bereit für ein Abenteuer? Ja klar. Quest, endlich geht's mal weiter mit der Quest. Wo ist N? Okay, klar. Flip ging's zunehmend schlechter, das weiß ich noch. Da kann ich mich noch dran erinnern. Jetzt musst du den verbleibenden Soul Riders Linda und Lisa helfen, die Truppe wieder zusammenzubringen, während eine mysteriöse Kraft offensichtlich genau das verhindern will. Aha. Triff Linda und Lisa in Vede, außerhalb des geheimen Steinkreises, um diese Mission zu starten und die Soul Riders wieder zu vereinen. Cool. Story Quest geht weiter. Mega. Ach, und die Hexe hat auch was damit zu tun? Vielleicht? Richtig gut. Ich reite nach Vede. Für dieses Video reite ich heute kreuz und quer durch Jorvik. Aber egal. Wir sehen uns in Vede. Da gucke ich mal die Quest an. Ich spiele sie nicht ganz durch, aber einfach mal gucken. Ah ja, und ich wollte gerade über die Brücke reiten. Und da sehe ich hier die alten Ponys hier stehen, die Welsh-Ponys, also sind sie nicht auf den Pferdemarkt gekommen, sondern stehen hier einfach so random rum. Haben hier noch nicht mal irgendwie einen kleinen Unterstand. Naja, alles klar. Ist dieses Mysterium auch gelöst? So, hier bin ich in Vede beim Steinkreis. Ich hoffe natürlich, dass diese Quest richtig schön lang sein wird und man mal wieder richtig ein paar Stunden questen kann. Deswegen werde ich jetzt hier nur mal die erste Szene mir irgendwie angucken. Sonst wird das Video zu lang. Ich habe das Gefühl, es wird sowieso schon länger als gedacht. Aber ich finde es richtig schön, dass die Story Quest weitergeht. Ich bin gespannt. Hey Leia, ich bin so froh, dass du hier bist. Wir machen uns Sorgen um Anne und Alex. Hilfst du uns, sie zu finden? Okay, ich muss also die zwei erstmal finden. Fripp ist von dem, was er durchgemacht hat, erschöpft und Avalon muss bei ihm bleiben, um sich um ihn zu kümmern. Das bedeutet, wir müssen selbst herausfinden, wo unsere Freunde stecken. Anne ist in dem Chaos mit dem fünfblättrigen Kleeblatt verschwunden und danach hat sich Alex auch noch davon gemacht. Boah, ich muss jetzt echt mal gerade nachdenken, was überhaupt das letzte Mal passiert ist. Ja, ich kann mich erinnern, das war ja, dass Fripp irgendwie krank war und musste man zur Hexe und dieses Kleeblatt, irgendwas war da doch. Oh Gott, ich weiß das schon gar nicht mehr. Ist schon wieder viel zu lange her. Wir glauben, dass Alex Anne gefolgt ist, um zu verhindern, dass sie etwas Gefährliches anstellt. Sie könnte kurz davor sein, eine schreckliche und unumkehrbare Entscheidung zu treffen. Okay. Ist nicht mehr sie selbst. Ich weiß nicht, was ich tun würde, wenn ich mein geliebtes Pferd verlieren würde. Ja, ist so. Ich traue mich kaum, es auszusprechen. Denkt ihr alle, was ich denke? Wenn sie das Kleeblatt hat, dann will sie. Oh, was war denn noch mit diesem Kleeblatt? Ich muss da nochmal nachlesen. Ich weiß es nicht mehr. Concord transformieren. Concord transformieren. Kann man das mit diesem Kleeblatt anscheinend? Dazu braucht sie die Hilfe einer mächtigen Hexe. Eine Hexe, die sich mit dunkler Magie auskennt. Ich wette, sie sucht nach Pi. Okay, also anscheinend wird das spannend. Versuchen wir jetzt erstes bei Pi. Ja, die Quest werde ich mal in aller Ruhe alleine weitermachen, aber es hört sich schon mal spannend an. Ja, ich bin gespannt, was sich da so ergeben wird. Psst, und nicht spoilern hier. Ich will es selber rausfinden. Nichts in die Kommentare schreiben. Gut, nächstes Update. Hier, Pferde von Jorvik ist wieder da für Ponys. Guillermo. Ach, der schon wieder. Okay, wo finde ich dich denn? Gewinne 500 Pferdeerfahrung.
Südhof-Halbinsel. Und welche Pferde darf ich nehmen? Ponyrennen. Erst vor dem Mittwochs-Update am 30. März. Wir haben gerade den 21. Da habe ich ja noch Glück, dass ich das noch einmal machen kann. Aber sehe ich da gerade für welche. Achso, wahrscheinlich alle Ponys, ne? Wenn hier Ponyrennen steht. Ach, da oben steht's. Gotland, Assateague und Welschponys. Ah ja, zumindestens ich habe Gotland und Assateague-Ponys. Da hole ich mir jetzt gleich mal eins aus dem Stall. Und ja, hole mir dieses Rennen und werde das einmal austesten. Und es gibt noch eine schöne neue Hose. Naja, schön ist relativ, aber eine neue Hose. Sehr gut. Ach, apropos Klamotten. Ich habe mir irgendwie komplett übersehen, dass man hier so ein Hemd kriegt bei dieser Quest von Mali. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz nice. Also zumindest als Westernreiterin passt das ganz gut. Deswegen habe ich das mal glatt angezogen und werde jetzt damit herumreiten. Das passt irgendwie zu meinem Outfit, finde ich. Und ja, jetzt aber erstmal Pferde wechseln. So, ich habe mir mein Lieblings-Assateague-Pony Strawberry Dollar rausgeholt aus dem Stall. Ist ja auch immer mein Chumpy-Pferd für Ponyrennen. Und da hinten habe ich den Guillermo schon erspäht. Ich bin tatsächlich ein bisschen gespannt auf das Rennen. Hallo! Ich bin Guillermo Gadea. Ich bin einer der Gründer der PVJ-Fokusrennen. PVJ steht dabei übrigens für Pferde von Jovik. Wir sind eine kleine Organisation, die vor einer Weile zu Ehren unserer wunderschönen Pferde hier auf Jorgeweg gegründet wurde. Meine Kumpels und ich veranstalten diese Fokusrennen für bestimmte Pferderassen oder Rassen mit ähnlichen Eigenschaften. Wir denken, unsere Rennen sind eine perfekte Möglichkeit für Pferdefreunde, sich zu treffen und sich über ihre Liebe zu ihren Pferden auszutauschen. Schöne Idee eigentlich. Diesmal haben wir eine tolle Rennstrecke hier auf Südhof-Halbinsel vorbereitet. Versuch dich gerne an einem Rennen. Du brauchst dazu einen Welschpony, Assateague-Pony oder einen Gotland-Pony. Sprich, aber es gibt hier nix, keine Punkte. Sad. Okay, gut, es gibt jetzt 500 XP für mein Pferd, was ausgelevelt ist, aber egal. Oh, die Fähnchen sind nice. Okay, mal gucken, ob das ein spannendes Rennen ist oder eher langweilig. Boah, das sieht weitläufig aus. Geht das etwa über die gesamte Insel? Da muss ich ja nebenbei irgendwie was erzählen. Also, apropos Guillermo Rennen. Viele, glaube ich, finden die ziemlich blöd und langweilig und überflüssig. Aber theoretisch, also eigentlich ist es ganz witzig, dass man halt mal Rennen hat, wo man nicht mit jedem Pferd teilnehmen kann. Also, dass man auch mal andere Pferde irgendwie aus dem Stall kramt. Gut, man hat vielleicht nicht jedes Mal eins zum Leveln. Aber ja, wie jetzt, ich reite auch manchmal Rennen mit ausgelevelten Pferden einfach so zum Spaß, for the fun, sozusagen. Ich fände es noch ganz witzig, wenn es auch Turniere geben würde, die pferdespezifisch sind. Also gut, wir haben das Ponyrennen natürlich, das Ponyturnier. Aber sonst so für an anderen Orten, das wäre auch nochmal was. Dass man da vielleicht ein Giuliamo-Turnier hätte, wo man dann für eine begrenzte Zeit halt nur mit bestimmten Pferden dran teilnehmen dürfte. Boah, ich bin jetzt hier einfach dran hängen geblieben. Hallo? Why? Come on. Oh Gott, gleich. Boah, da lief die Zeit schon ab. Boah, das war knapp. Mann, Mann, Mann. Genau, wo war ich stehen geblieben? Turniere. Also, genau, wo man halt natürlich dann gegeneinander antreten kann, wie unsere Championate halt so sind. Aber dann zum Beispiel dann, keine Ahnung, nur mit Arabahn oder
eben halt nicht mit Araber, dass man halt nicht immer mit Araber Pinto reiten kann, sondern eben mit anderen Pferderassen. Fände ich nicht schlecht. Kann ja auch so sein, dass mehrere gehen, wie bei dem Pony-Championat, dass man halt sagt, Kaltblut-Championat oder so. Und dann kann man nur mit Kaltblütern teilnehmen. Fände ich persönlich witzig. Wie findet ihr das? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay, fand ich jetzt lustig, über die ganze Insel hier zu reiten. Ja. Macht man vielleicht nicht ständig, aber ja, ganz nice. Okay, das Update abgehakt. Das war jetzt schon der 2. März. Also habe ich gar nicht mehr so viel, was ich verpasst habe. Alte Freunde und jede Menge Zaumzeug. Was ist das? Zaumzeugfieber, hannoversche Trense, Seilhalfter, englisches Reithalfter, englisches Reithalfter ohne Sperrriemen, ohne Nasenriemen, Zaumzeug ohne Nasenriemen. Okay, jede Menge Zubehör. Wahrscheinlich auch wieder, wie man hier so lesen kann, für bestimmte Pferde. Gibt's sonst nichts anderes? Rex Stampas neue Kollektion ist da. Helme, Handschuhe, Shirts. Also, okay, da gibt's auch so ein Set. Ah ja, Dodger und Solas. Gut, die habe ich schon. Die habe ich mir letztes Jahr schon gekauft. Habe ich also in dem Feld nichts verpasst. Fliegende Haustiere. Die zwei Möwe und Eule habe ich mir auch letztes Jahr schon gekauft. Okay, das wäre sowieso ein Update, was jetzt nicht so interessant wäre für mich. Aber gucken wir doch mal kurz in den Globi Shop. So, ich bin mit im Globi Shop. Also jede Menge Zaumzeuge, ne? Hier irgendwie. Was ist heißt eigentlich diese Zahl da mal 9, 9? Hat das was zu bedeuten? 9? Weiß ich nicht. die Knotenhalfter sind halt echt nice. Das in Blau finde ich schön. Ja, Trensen. Gut, da muss man dann halt mal gucken. Und war da nicht noch irgendein Outfit? Ist das das hier? Ja, gut. Also Krams. Krams, Krams, Krams. Dann also auf zum nächsten Update. Ah, Birkir und Hanami. Davon habe ich zumindest schon mal gehört. Oh, wir sind ganz oben jetzt sogar schon. Die zwei letzten Updates. Also die zwei magischen Pferde und ihre Haustiere. Gab es da noch was dazu? Magische Baumpferde. Da sieht man sie nochmal in der unverwandelten und in der verwandelten Form. Und die Spinnenhaustiere. Ach, und man kann seine Pferde jetzt ein bisschen günstiger. Aber ganz ehrlich, 65 Starcoins finde ich immer noch zu teuer, um ein Pferd umzubenennen. Also da hätten sie wirklich mal sagen können, okay, für eine Woche ist es kostenlos oder so. Aber 65 Starcoins ist immer noch Wucher. No, no, no. Ah ja, hier nochmal die Erinnerung, dass die bald weg sind. Gut, schaue ich mir dann ganz zum Schluss noch diese zwei magischen Pferde an und sag euch, ob ich sie schön finde und ob ich sie mir kaufen werde oder nicht. Da hinter mir stehen schon alle neuen magischen Pferde, die neuen alten und die neuen neuen. Genau, Dolan und Zorjas. Heißen die so? Solas und Dorjas? Auf jeden Fall die zwei habe ich ja schon. Die stehen bei mir im Stall. Also wenden wir uns gleich mal diesen zwei Pferden zu. Also die Baumpferde heißen sie ja. Ganz ehrlich, die alten fand ich schöner. Es gab ja schon mal, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen, ihr könnt es mir gerne in die Kommentare schreiben, aber es gab ja schon mal so zwei Baumpferde, irgendwie sowas mit Birke und so. Also Birke soll ja auch hier das Mavari hier sein. Das finde ich tatsächlich noch ganz hübsch. Ich mag Birken sowieso sehr gerne.
Und das ist schon ziemlich cool gemacht mit dieser Birkenrinde. Und auch hier der Schweif und die Mähne. So schön mit den Birkenblättern. Und ich finde es halt schön, dass die Bork, also das Braune, quasi nicht ganz so viel, aber trotzdem auch irgendwie zu sehen ist. Aber ganz ehrlich, das da. No. Ist so gar nicht mein Fall. Ich weiß nicht. Das ist mir zu viel Borke. No. Hanami. Was sollst du denn sein? Kirschbäumchen. Ja, aber so sieht doch kein Kirschbaum aus. Ich weiß nicht. Also sieht kein Kirschbaum aus, finde ich. Die Mähne ist tatsächlich irgendwie ganz cool. Und der Schweif. Also, das sieht wirklich schön nach Kirschbaum aus. Aber es ist zu viel Borke. Es ist zu viel Borke. Es sieht komisch aus, finde ich. Und das Modell dahinter passt meiner Meinung nach auch nicht. Das ist ja ein Pecheron. Und so ein Kirschbaum, also wenn man sich mal so ein Kirschbaum in voller Blüte anguckt, dann ist das auch total filigran, finde ich. Guckt euch mal Bilder an in Japan, wenn Kirschblüte ist. Das sieht so zierlich aus, die Bäume. Und dann hier so ein Brocken. Also, nee. Warum gibt es dieses Pferd nicht als Mawari? Das hätte gepasst, finde ich. Also hier bin ich wirklich stark am Überlegen, aber ich glaube, ich werde mir nur den Mawari holen. Also ich muss es mir noch mal ein paar Tage angucken, schätze ich. Aber mein erster Eindruck ist, dass das Pferd einfach nicht passt. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich bei magischen Pferden nicht beide kaufen werde. Aber ich mag's irgendwie nicht. Sorry. Allen denen, die es total schön finde. Geschmäcker sind ja unterschiedlich, aber ich mag's nicht. Und die Haustiere, Also Spinnen, okay. Sind jetzt auch nicht meine so Favorite-Haustiere. Finde ich jetzt beide auch nicht so spannend. Einmal hier so ein Borkenviech, einmal so ein helles, wie die helle Rinde mit rosaner Schleife und grüner Schleife. Ja, weiß nicht. Also ich habe eine Spinne vom Halloween-Event und eine, die ich immer noch freispielen muss, aber die ist, glaube ich, auch so rosa. Ist die nicht auch rosa oder hat eine rosa Schleife? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Von diesem Spinnen-Quest, die habe ich immer noch nicht abgeschlossen. Mir fehlt immer noch eine Spinne, die ich nicht finde. Ja, also haut mich jetzt auch nicht vom Sockel. Ich weiß auch nicht, was Spinnen unbedingt mit Bäumen zu tun haben. Ja, gut, da leben halt Spinnen, aber doch eigentlich auch eher in Gräsern. Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt, finde ich, nicht so mein Update. So, ihr Lieben, das waren meine verpassten Updates der letzten 2,5 Monate. Ich freue mich, die Quest jetzt weitermachen zu können. Und ich freue mich auch wieder öfter hier in SSO zu sein und bin auch auf die nächsten Updates gespannt. Wir sehen uns ganz bald im nächsten Video. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch meinen Kanal abonniert und dem Video einen Daumen nach oben gebt. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich freue mich, eure Leia.